Ja, ist schon schön, wieder zu Hause zu sein, irgendwie, oder? Ja, finde ich auch. Du, sag mal, was ist eigentlich mit Kate? Pff, was soll mit ihr sein? Sie kann nicht reiten, das ist alles. Ach was, ich glaube, dass da mehr dahinter steckt. Pff, von wegen. Hey Mädels, redet ihr über die Neue? Was? Nein. Ja, egal. Ich wollte euch fragen, ob ihr mir helfen wollt, naja, so kleine Ostereiaufkleber zu verteilen, also auf dem Hof. Oh, cool, na klar. Ja, ich auch. Super, die Girlande hängt ja zum Glück schon. Aber, naja, wir brauchen noch ein bisschen mehr Deko. Ich habe die Ostereier schon gemacht, also viel mehr. Stina und ich. Und, naja, wir können sie alle zusammen aufkleben. Cool. Na dann kommt. So, da sind die Eier drin. Ihr könnt euch welche rausholen. Ich muss leider noch gehen. Das heißt, ihr müsst das alles alleine machen. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Schlimm? Nee. Hör zu, ich verlasse mich drauf. Hä, auf was denn? Dass es nachher schön aussieht und dass nicht alle Eier an euren Boxen kleben. Wir sind doch nicht Frau Sarah. Na gut, dann bis später. I keep my eyes on you. Das war zwar kein richtiges Englisch, aber okay. Los, komm, wir legen uns ins Zeug, damit sie nachher staunen. So, mal gucken, wo ich das hinklebe. Ich habe erstmal alle rausgerollt. Okay, aber pass auf, dass sie nicht verdrecken. Boah, das war echt eine Arbeit, das da hochzukriegen. Ich bin fix und alle. Das darf so nicht sein, wir haben gerade erst angefangen. So, das kommt dahin. Oder nein, doch lieber. Ich kann mich nicht entscheiden. Ach, dann kommt es jetzt halt dahin. Boah, eil dich. So, das kommt jetzt aber hier. Perfekt. Was, Mistral? Ist doch schön. So, fertig. Es ist vielleicht nicht das schönste Ergebnis. Es waren noch nicht sonderlich viele Eier. Jetzt verstehe ich, was Caroline damit gemeint hat. Mit was? Naja. Ist das schlimm, dass ich euch alleine lasse? Ja, das verstehe ich jetzt auch. Naja, egal. Hat trotzdem irgendwie Spaß gemacht. Komm, wir kümmern uns um die Pferde. Aber sag mal, wo ist eigentlich Kate? Ich habe sie heute noch nicht gesehen. Du? Puh, nee, aber ist mir auch ziemlich egal. Na los, komm, du lahme Tante. Oh, na, warte. Wenig später. Na los, komm. Bin ja schon da. Oh, guck mal. Komm schon, Lollipop, wir müssen das schaffen. Aha. Nochmal. Geht doch. Was ist denn mit ihr los? Ich halte jetzt mal zu ihr. Ich möchte sie jetzt mal fragen, was das wegen vorhin sollte. Vorhin? Ach, ich meine natürlich vorgestern. Du weißt schon, als sie mich umgerampelt hat und dann nicht mal Entschuldigung gesagt hat. Ich glaube, das ist keine allzu gute Idee. Das glaub ich schon. Mina! Oh, hi Larissa. Ich habe leider echt keine Zeit. Ich muss weiter trainieren. Moment, warte mal kurz. Warum hast du mich vorgestern umgeschmissen und dann nicht mal Entschuldigung oder wenigstens Sorry gesagt? Nur so. Kaum irgendeinen Grund muss es haben. Also gut. Naja, mein Vater, ihr kennt ihn, oder? Ach, ist das dieser blöde Typ? Sorry, ich. Ja, ist der. Ich hasse ihn selbst. Aber, naja, er sagt, wenn ich mit Lollipop das Turnier, also das Osterturnier, nicht gewinne, dann wechsle ich den Hof. Also dann soll ich den Hof wechseln. Und nur wenn ich es gewinne, mit Lollipop, naja, dann darf ich über mich selbst entscheiden. Oh, das ist hart. Naja, aber Friesen sind nun mal wirklich keine Springpferde, da hat er recht. Eigentlich schon, aber Lollipop kann das, ich weiß es. Ja, hat sich das geklärt? Nein, ja, also, nein, also, hä? Ja, also, darf ich sie erzählen? Klar. Also. Oh, das ist ja schrecklich. Ja, erstens, ich möchte nicht den Hof wechseln. Vor allem, er steckt mich dann bestimmt auf so einen, komischen Reiterhof, wo alle so etepetete sind. Und, naja, was würde dann auch aus Lollipop werden? Ich meine, ja, sie würde mir schrecklich fehlen. Und du ihr auch. Du musst das Turnier gewinnen. Ja, unbedingt. Aber wie? Ihr macht ja auch dran teil. Und Stina erst. Wie soll ich das nur tun?
Ich melde mich ab. Was? Nein, das tust du nicht. Nicht nur wegen mir. Oh doch, das tue ich. Larissa, bitte, komm. Ich habe mein eigenes Pferd. Bei mir geht es nicht drum. Ich meine generell, ich reite nicht so auf Turniere und selbst wenn. Mir geht's um den Spaß und nicht ums Gewinnen. Deswegen muss ich nicht gewinnen und deswegen muss ich auch nicht dran teilnehmen. Ich genauso wenig. Ich habe ja Scharan, aber bei dir geht's ums Wirkliche. Also, ich melde mich auch ab. Was? Leute, das müsst ihr nicht nur für mich tun. Doch, das tun wir. Für dich und für Lollipop. Ende aus. Schluss mit der Diskussion. Nein, das tut ihr nicht. Bitte. Na gut. Hä? Komm, wir gehen. Und noch viel Glück, ja, beim Trainieren. Jetzt kapiere ich die Welt nicht mehr. Los, Scharan. Sie sind so nett, aber ich kann das nicht zulassen. Das wäre irgendwie auch fies. Lollipop, wir müssen weiter trainieren, ansonsten können wir es echt vergessen. Sag mal, hä? Ich erkläre es dir, wenn Mina uns nicht mehr hören kann. Komm. Komm, Scharan. Und? Naja, wir springen extra schlecht. Gute Idee. Ich mach mit. Super. Lollipop. Ach Mann, Lollipop. Wir müssen noch einen Ochser schaffen. Wie sollen wir das denn jetzt erst schaffen? Ich weiß nicht, wie wir das schaffen sollen. Gut. Sie trainiert echt hart. Aber findest du nicht auch, dass sie ein bisschen zu viel trainiert? Ja, sie sollte echt mal eine Pause machen. Naja, ist ja ihre Sache. Um mal das Thema zu wechseln, wo ist denn jetzt eigentlich Kate? Puh, weiß ich doch nicht. Du scheinst sie echt nicht zu mögen, oder? Nein? Ich meine, guck mal. Die lügt uns erst an, dass sie nicht reit dass sie reiten kann und dann kann sie nicht reiten und dann stürmt sie auch noch einfach weg und fällt vom Pferd. Ach, keine Ahnung. Naja.